BR401 Einführung. Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Mit mir zusammen, ich bin der Dennis Spieters. Heute werden wir ein wenig den ICE-1 kennenlernen und seine Grundlagen. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb des BR401 ICE-1 Hochgeschwindigkeitszuges geführt. Ja, den ICE-3 habe ich jetzt soweit abgeschlossen. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Na, dann wollen wir mal beginnen. Da ist wieder der Berg. Ihr wisst, wo ich bin, ne? Trainingszentrum. Eine sehr schöne Kulisse, wie ich finde. Und jetzt werden wir mal ein wenig den ICE-1 kennenlernen. Den ICE-3 haben wir jetzt voll und ganz kennengelernt. Damit haben wir uns ausgesprochen oder gebührend mit beschäftigt. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen hier um die frühere Version kümmern. Wenn die mal in unseren Zug einsteigen. Zack. Hinein in den Triebkopf. Schließen die Türe und werden uns zu unserem Sitz begeben. Zu unserem Arbeitsplatz. Zack. Türen schließen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Aber wir werden uns natürlich hier diesmal mit. Obwohl, nein. Das ist eine Trainingsfahrt, dann lassen wir das mit den Sicherungssystemen. Das ist, glaube ich, doch sinnvoller. So. Zuerst müssen Sie den Richtungsschalter einstellen. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor und aktiviert diesen Führerstand. Zack. Zack. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Spitzensignale ein. Habe ich doch. Jetzt sind es auf Fell. Egal. Aktivieren Sie die Bremsen mit Hilfe des Bremsschlüssels. Zack. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Zack, das haben wir auch erledigt. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Das halte ich für einen sehr wichtigen Hinweis. Ihr habt es in einem vorigen Video gesehen, da gibt es Züge, die fahren einfach mit offenen Türen los. Aber naja, es ist ein Spiel. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Sie werden eine Runde um das Trainingszentrum herumfahren und dann versuchen, an dieser Station anzuhalten. Ach, das werden wir mal versuchen, was? Aber warum fahren wir denn ohne Fahrmotorlüfter? Ist doch ein, wieso? Gibt er da nichts von sich? Komisch, komisch. So einen ruhigen ICE-1 habe ich auch noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Naja. km/h sollen wir erreichen. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, nutzen Sie das Führerbremsventil, um ein wenig Bremskraft anzuwenden.
Hergestellt zwischen 1989 und 1993 war der ICE 1 der erste deutsche Hochgeschwindigkeitszug. Obwohl sie so aussehen und betrieben werden wie Elektrotriebzüge, bestehen ICE-1-Zugverbände aus zwei BR-401-Triebfahrzeugen und bis zu 14 Zwischenwagen. Interessant. Der ICE-1 hat eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 280 km pro Stunde. So. So, sollen wir jetzt hier mit 70 herschleichen oder wie läuft die Sache jetzt ab hier? Schalten wir mal ein klein wenig auf hier. Kann ich hier gleich irgendwo stehen bleiben oder einschlafen? Das ist ein wirklich sehr schönes Trainingszentrum, weil die Züge sich hier so schön in die Kurve legen. So wirklich wunderschön. Man kann da wunderschön bis aufs andere Ende des Zuges sehen, also traumhaft. So, wenn wir nicht zu schnell werden hier. Wunderschön. So, da werde ich mal gespannt, wann jetzt gleich die Meldung kommt, dass wir anhalten sollen, aber das wird nicht mal allzu lange dauern. Jetzt irgendwie bis auf 300 km/h oder so zu beschleunigen oder 280 Höchstgeschwindigkeit macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Weil das würde sich dann nur wieder in hektischen, starken Bremsverhalten widerspiegeln und das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber sehr, sehr viele Windräder hier, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zähle ich jetzt gerade mal. Der Wahnsinn. 7 ist ja. Manometer. So, jetzt wenn wir die Kurve gleich hinter uns haben, müssten die Kilometerzahl eigentlich wieder rückwärts laufen. Weil wir uns dann der Station nähern, ja, sage ich doch. Fängt schon an. Wir nähern uns dann unserer Anhaltestation, wo wir dann dieses Szenario abschließen werden. Beziehungsweise dieses Trainingsmodul. Wie gesagt, die Trainingsmodule mit dem ICE3 haben wir abgeschlossen. Und mit dem ICE1 war jetzt der auch noch offen. Und ja, damit hätten wir den dann gleich auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas für gibt oder ob das irgendwie wichtig ist. Aber naja. So, was kommt jetzt? Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um den Zug zu einem sanften Halt zu bringen. Aber natürlich. Lass uns noch ein wenig ausrollen, weil noch haben wir ja über 600 Meter. Wir wollen ja nicht schon hier gleich an der Weiche stehen bleiben. Lass uns schön sanft
in die Station rollen. Ich glaube, das ist auch für die nicht vorhandenen Fahrgäste ganz angenehm. In diesem Fall werden wohl keine Fahrgäste drin sitzen. Obwohl, ist ja fast alles möglich. So. Ja, ein Stückchen noch, ein Stückchen noch. Na, 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 das ist wie zu früh. Ja, 6 Meter, das geht wohl. Das geht klar. Gute Arbeit. Dieser Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Sie können jetzt die Türfreigabe benutzen, um die Türen zu öffnen. Ach, ich die Tür nicht riegeln. So, damit haben wir das Trainingsmodul dann wohl abgeschlossen, oder? Türen verriegeln, aber natürlich. Sehr, sehr schön. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Na perfekt. So, damit haben wir dann auch Gold erhalten. Sehr, sehr schön. So, das war's dann mit dieser kleinen Einführung in den ICE 1 Baureihe 401. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Habt eine schöne Zeit. Ciao, servus und tschüss.